Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu einem weiteren Video. Ja, meine Lieben, ich bin heute auf dem Account von dem lieben guten Thor und ja, wir haben hier heute auf dem Account einiges zu tun, deswegen muss ich hier heute auch ein bisschen Gas geben und das werde ich auch direkt mal machen. Ja, wir haben hier in dem Lagerhaus 19 Talent-Truhen, die wir heute hier nutzen werden. Der Thor hat einen Lavanica bekommen, so wie ich das verstanden habe vor einigen Tagen. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Wo ist der Gute? Den hat er hier auch schon hochgezogen. Dem fehlt das passende Talent. Das heißt, wir sind hier auf der Jagd nach einem Bollwerk, Antrieb, Täuschen, je nachdem, was halt zuerst kommt. Am Ende bleibt es ja eine Geschmackssache. Einige spielen sogar die rohe Gewalt. Und ich habe auch im Lagerhaus gesehen, dass der Thor eine rohe Gewalt im Lagerhaus hat. Aber wie gesagt, es bleibt am Ende wirklich Geschmackssache. Einige sagen auch, dass rohe Gewalt gar nicht gut auf dem ist, ja. Dass dem Lavanica dann so ein bisschen Leben fehlt, der dann ganz schnell umkippt. Und ja, wie gesagt, es bleibt am Ende eine Geschmackssache. Dann müssen wir den Lavanica und den Skele noch ein wenig verstärken. Das hat der Thor hier nicht gemacht. Hier werden wir auf Ausweichen und auf Genauigkeit gehen. Sein Skele hat er auch nicht verstärkt. Wo ist sein Skele? Genau, hier werden wir natürlich auf Full Ausweichen, auf Full Dodge gehen. Und ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir direkt mal loslegen. Oder, nee, Moment, ich habe ja noch gesagt, dass ich euch die Gilde vorstellen möchte. Das habe ich ja, dem Thor versprochen. Also, die Gilde The Best Spartaner, ich denke mal, ist ganz vielen Leuten ein Begriff. Ja, diese Gilde sucht momentan noch aktive Spieler. Und ihr seht es ja selber, 67 Plätze sind hier belegt. Welche Voraussetzungen müsst ihr erfüllen? Ihr müsst 200.000 Macht haben, ihr müsst den Gildenkrieg vernünftig spielen können. Und wenn ihr all das auch könnt, dann könnt ihr euch hier, ihr seht es ja bei Interesse, Line-ID White, bei dem White melden. Die Line-ID lautet hier White 010683, aber ihr könnt es ja auch selber sehen. Wie gesagt, ist wirklich eine tolle Gilde, das sage ich nicht nur einfach so. Ich kenne hier auch einige Leute, die in dieser Gilde sind, sehr, sehr hilfsbereit und ja, auf jeden Fall erfolgsorientiert. Und deswegen kann ich euch diese Gilde wirklich nur ans Herz legen. So, jetzt geht's aber auch wirklich los. Wir schauen auch mal ganz kurz in seinen Heldenaltar rein. Welche Helden hier noch was benötigen. Wir klicken mal ganz schnell durch. Auf den Druiden kann man natürlich noch ein Verlangsamen packen. Hier wollte der Thor den eisernen Willen draufpacken. Aber ich habe gesagt, pass auf, lass doch einfach mal das Kriegsgott erst drauf. Hol dir einfach einen Skin, der wird ja immer günstig angeboten. Dann kannst du immer noch den eisernen Willen draufpacken. Liegt ja im Lagerhaus schon bereit. Ich habe hier vorhin auch mal drüber geguckt. Genau, hier könnten wir natürlich auch noch einen schweren Schlag draufpacken. Ich denke mal, dass auch der sich heute zeigen wird. Hier können wir natürlich auch noch einen Slow draufpacken. Also hier können wir so einiges verändern. Hier, der Skele, der hat einen 8er Kriegsgott. Hier werden wir nichts dran tun. Walla, werden wir auch keine Flammenwache draufpacken. Ist auf jeden Fall auch erstmal okay so. Athene wünscht er sich in Stärken, hat er gesagt. Ja, in Stärken auf Athene kann ich mir gut vorstellen. Sasquatch hat auch eine Steinhaut, werden wir nichts dran ändern. Dann haben wir hier die Hüterin, wenn wir hier das Talent Unheiliger Pakt bekommen sollten, dann kommt das auf die Hüterin drauf. Kirina, eine Flammenwache. Raijin, eine Steinhaut oder natürlich auch Heiliges Licht, auch sehr, sehr stark. Müssen wir dann mal gucken. Lavanica haben wir ja gerade schon besprochen. Dann haben wir hier hinten, genau, Eros, der hat hier auch noch keinen Slow gehabt. Können wir auch auf den Eros einen Slow packen, je nachdem. Auf den Kürbisherzog und regenerieren. Der hat mir da so ein bisschen freie Hand gelassen, aber im Endeffekt ist es ja das, was wir alle so nutzen. Einige Helden oder einige Talente bleiben, wie gesagt, dann am Ende immer noch Geschmackssache. Anubis kann man natürlich hier eine Steinhaut drauf spielen, finde ich persönlich stark. Noch besser natürlich Heiliges Licht. Flammenwache ist natürlich auch möglich. Auch hier bleibt es eine Geschmackssache. Das Kriegsgott werden wir natürlich nicht kaputt machen. Dann haben wir Rose mit einer Steinhaut, werden wir nichts dran ändern. Rockno, Flammenwache werden wir auch nichts dran ändern. Micha können wir eine Hartnäckigkeit draufpacken. Geht natürlich auch Heiliges Licht, Flammenwache. Spielen ja auch einige. Aber ich denke mal, dass wir hier dann die Hartnäckigkeit mal draufpacken bei dem Micha. Das sollte ausreichen. Haben wir hier einen Medusa, Geistermagier. Könnte man natürlich noch einen Kriegsgott drauflegen.
Und hier hinten haben wir dann noch die Mechtessa gehabt. Ich muss mal eben gucken, was hier hinten noch war. Ganz genau, die Professorin, eventuell eine Steinhaut, wenn noch eine übrig ist. Ja, hier die Mahatma. Schwierig. Wie gesagt, das spreche ich ja immer an. Der eine mag oft der Mahatma die Streuung, der andere die Bersi oder Unheiliger Pakt. Ist wirklich einiges möglich. Und ja, also ich würde vorschlagen, dass ich jetzt auch genug gequatscht habe und wir jetzt wirklich mal loslegen. Also die Reroll-Karten, die werden wir hier nicht benutzen. Wir nehmen die Talenttruhen und dann öffnen wir mal die erste Truhe. Und wir haben hier ein Verbrennen drauf. Cool, jetzt haben wir ein Verbrennen. Also seine Machtpush-Helden haben hier jetzt schon alle ein 5er-Talent gehabt. Deswegen kommt das jetzt erstmal vorübergehend auf den Lavanica drauf. Und wir machen hier auch direkt mal weiter mit der nächsten Truhe. So, jetzt haben wir hier einen 5er-Lebensentzug. Da müssen wir mal schauen, ob... Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob er hier einen... wie heißt der Gute? Den Drachen, den Arktiker. Hat er einen Arktiker gehabt? Ich glaube nicht. Ne? Jetzt hätten wir hier einen Meuter. Ja, auf Meuter-Lebensentzug, denke ich mal, ist jetzt nicht unbedingt das Sinnvollste. Wir könnten es jetzt erstmal auf die Mechtessa legen. Oder auf die Mahatma. Ich kenne ja auch einige, die spielen auf der Mahatma-Lebensentzug. Ich meine, wir haben hier nur einer Erleuchten drauf. Ich würde sagen, dass wir erstmal hier das Lebensentzug auf die Mahatma legen. Und dann kann er sich ja selber nochmal überlegen, ob er das hochziehen möchte oder nicht. Das kommt jetzt erstmal hier drauf. So, dann machen wir die nächste Truhe auf. Ja, ein 5er verurteilen. Ich denke mal, auch damit können wir nichts anfangen. Aber ich werde mal schauen, ob ich nicht eventuell doch noch ein Held finde, auf den das drauf kann. Also wie gerade schon gesagt, es hat wirklich jeder seiner Helden schon ein 5er Talent und deswegen kommt das jetzt erstmal hier auf den Gargoyle drauf. Der hat ja ein Bollwerk und jetzt hat er hier als zweites Talent halt die Verurteilung und ich denke mal, dass das auf jeden Fall erstmal so okay ist. So, dann haben wir hier schon mal einen 5er Antrieb. Also ich habe mich jetzt mal im Hintergrund ein wenig ausgetauscht, hat ein bisschen gedauert, denn mir ist es am Ende immer sehr, sehr wichtig, dass hier wirklich jeder zufrieden ist mit den Talenten. Ja, auch wenn man mir hier freie Hand lässt, möchte ich keinem mein Spiel aufdrücken. Ich würde auf meinem Lavanica zum Beispiel keinen Antrieb spielen, auch wenn man Antrieb auf ihm spielen kann. Aber wie gesagt, man hat hier einige Möglichkeiten und ja, deswegen ist es mir persönlich dann auch sehr, sehr wichtig, dass jeder sein Spiel findet. Man hätte Antrieb auch auf Raijin spielen können. Meiner Meinung nach nicht das beste Talent für ihn. Also da gehe ich jetzt auch wirklich nur von meinem Spiel aus. Auf dem Raijin bevorzuge ich das Heilige Licht, finde ich auf dem Raijin das beste Talent, weil er einfach sehr, sehr schnell kippt. Und man hat zwar hier die 40% Schutz, wenn man Antrieb auf 8 von 8 hat, aber das reicht mir persönlich nicht aus. Steinhaut ist sicherlich auch cool. Einige spielen ja Flammenwache, aber auch die Flammenwache finde ich am Ende nicht so stark auf ihn, auch wenn er da 45% Schutz hat. Deswegen bevorzuge ich auf dem Raijin halt das Heilige Licht, dass ich euch das auch mal ganz kurz nur erkläre. Dann hätten wir natürlich auch die Möglichkeit, Antrieb auf der Mahatma zu spielen. Ganz klare Sache, ich kenne einige, die spielen Antrieb auf der Mahatma. Wo haben wir die Gute? Die ist hier hinten, der habe ich ja gerade das Lebensentzug gegeben. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt mit dem Tor kurz beraten und er hat gesagt, ich möchte gerne Antrieb auf meinem Lavanica haben und deswegen bekommt sein Lavanica jetzt Antrieb. Bitte sehr. So, dann machen wir auch direkt mal weiter. Ich möchte mich jetzt schon mal direkt dafür entschuldigen, wenn dieses Video etwas länger dauern wird. Aber damit alle am Ende zufrieden sind, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir hier einen 5er Equicken. Also Leute, ich habe jetzt hier überall mal nachgeschaut. Sein Baum hat einen 5er Equicken, Atlantico hat einen 5er Equicken, Micha, Valentina, Eros, Medusa. Also wirklich alle Helden haben schon 5er Equicken und deswegen habe ich das jetzt mal dem Gargoyle gegeben. Er kann es eventuell im Lost Battlefield nutzen oder zum Beispiel in der Lava. Und ja, ein anderer Held kam jetzt dafür nicht in Frage. So, dann öffnen wir mal die nächste 5er Talentruhe und 5er Schwächen. Ja, da er natürlich schon auf jedem Held einen 5er hat, kommt für mich das 5er Schwächen jetzt hier einfach mal auf den Rockno drauf. Das Erleuchten braucht er ja nicht mehr. Ich gehe mal auch nicht davon aus, dass er das 5er Schwächen hier nutzen wird. Aber das kommt jetzt einfach mal auf den Rockno drauf. So, dann
geht es auch direkt mal weiter. Und Fünfer Schärfen auch. Das Fünfer Schärfen wird hier, denke ich mal, kein Held brauchen. Aber ich werde trotzdem mal auf die Schnelle durchschauen. Ja, für das Schärfen hat sich hier auch kein Held gefunden. Man hätte es natürlich auf den Rudi packen können. Er hatte aber einen Kriegsgott. Und ich bin der Meinung, dass er mit dem Schärfen hier auf der Lady Boom erstmal besser bedient ist. Auch wenn es natürlich nicht das perfekte Talent für sie ist. Aber mit dem Schärfen wird er erstmal beim Weltboss ein bisschen mehr Schaden machen. Da ist er besser mit dran als mit der Streuung. Die Streuung wird er ja eh nicht auf der Lady Boom hochziehen. Wobei man natürlich die Weltbosse streuen kann. Aber wie gesagt, die Streuung wird er nicht hochziehen. Und die 25 Energie, die hier reduziert wird, auf die können wir verzichten. Ja, und deswegen bekommt die Lady Boom jetzt erstmal das Schärfen. So, dann machen wir auch direkt mal weiter. Also bis jetzt, finde ich, war die Ausbeute eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt haben wir hier einen schweren Schlag und der kommt auch direkt hier auf die Kalypso drauf. So, nächste Talenttruhe, eine 5er Klingenhülle. Ich denke mal auch, ja, für die Klingenhülle werden wir hier keinen Held haben, aber ich werde mal schauen, wo wir die eben platzieren können. Ja, die 5er Klingenhülle, die packen wir jetzt erstmal auf den PK drauf. Das ist das zweite Talent. Der PK hat ja die Streuung und kommt jetzt einfach mal auf den PK drauf. So, die nächste Truhe. Haben wir eine 5er Steinhaut? So, hier muss ich jetzt mal genau schauen, wo wir die drauflegen. Möglichkeit hätten wir für den Raijin, die Steinhaut zu nutzen. Ja, auch der Thor ist der Meinung, dass er die Steinhaut auf seinem Raijin spielen möchte. Wie gesagt, natürlich ist das heilige Licht hier auf dem Raijin sehr, sehr stark. Aber mit der Steinhaut ist er hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gut bedient. Und deswegen kommt die Steinhaut jetzt auf sein Raijin. Ja, wie gesagt, bis jetzt wirklich sehr, sehr gute Talente. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr zufrieden. Und so kann es natürlich auch weitergehen. Ja, dann haben wir hier wieder eine Verurteilung und ich denke mal, dass wir die nicht benötigen. Hier kommt jetzt einfach mal die Verurteilung drauf. Zack, wechseln und das Verbrennen auf dem Rudi, denke ich mal, brauchen wir gar nicht. So, nächste Talentruhe. Ein 5er Ätzen. Ja, das 5er Ätzen, denke ich mal, werden wir auch nicht benötigen. Aber ich werde trotzdem mal auf die Schnelle nochmal durchschauen. Hier, sein Schädelkrieger hat ja auch ein 5er Ätzen. Anubis, da setzen wir jetzt auch kein 5er Ätzen drauf. Ich werde mal eben durchschauen, vielleicht finde ich ja am Ende doch noch einen Held. Also, da sein Molter noch kein passendes Talent hat, kommt das Ätzen natürlich jetzt hier erstmal zum Machtpushen drauf. Ätzen auf Molter, denke ich mal, ist ganz sicher nicht das richtige Talent. Aber, wie gesagt, zum Machtpushen ist das auf jeden Fall jetzt erstmal okay. So, 7 Talentruhen haben wir noch und dann machen wir ja wieder die nächste auf. Und es war klar, dass wir natürlich jetzt erstmal hier ein paar, ich sag einfach mal, blöde Talente bekommen. Himmelszorn. Auch für das Himmelszorn muss ich natürlich jetzt mal auf die Schnelle einen Held finden. Und ich denke mal, dass wir uns hier auch wieder einen Held mit Skin aussuchen werden. Denn alle anderen Helden haben hier schon 5er Talent. Rockno haben wir ja, glaube ich, auch gerade genau das 5er Schwächen schon draufgepackt. Ja, hier können wir TT. Wird er, denke ich mal, nicht nutzen. Oder wir packen das jetzt einfach mal auf die Rose. So, hier einmal wechseln. Zack. Und dann kommt hier das Himmelszorn drauf. Ja, auch wenn das nicht nutzen wird, hat er zumindest jetzt auch ein 5er drauf. So, nächste Talentruhe. Ein 5er tödlicher Treffer. Ich denke mal, sein SK. Was hat sein SK gehabt? Da muss ich mal schauen, wo war sein SK gewesen. Sein SK hat ein Ätzen. Und was war das zweite Talent? Ja, genau, dann kommt das doch einfach mal auf den SK hier drauf. Dann hat er hier auch ein 5er TT. Zack, ersetzen. So, hat sein SK auf jeden Fall jetzt auch ein TT. So, nächste Talentruhe, 5 Stück haben wir noch. Ein 5er Verbrennen. Ja, das Verbrennen, das werden wir hier auf diesem Account auch nicht mehr benötigen. Ja, das 5er Verbrennen werden wir jetzt hier einfach mal auf seine Valentina legen. Und machen jetzt mal die nächste Truhe direkt auf. Ich hoffe, dass wir hier noch, ja, nicht eine Verurteilung. Ich wollte gerade sagen, eventuell eine Flammenwache oder sogar noch eine Steinhaut bekommen. So, dieses 5er Talent werden wir jetzt hier auf den Baum packen. Der hat ja als Haupttalent ein Equicken und ja, das zweite Talent ist ja in dem Fall egal. Da kriegt er jetzt auch einfach das 5er. So, 3 Truhen haben wir noch und ich hoffe, wie gesagt, auf jeden Fall noch auf eine Steinhaut. Na, wieder ein Himmelszorn. Also ich denke mal, jetzt reicht es auf jeden Fall mal damit. Das Himmelszorn bekommt jetzt mal hier seinen Grimm. So, vorletzte Truhe.
Ja, mein lieber Thor, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Wie gesagt, so schlecht war die Ausbeute jetzt nicht. Ja, am Ende hätte es noch ein bisschen besser laufen können. Aber wie gesagt, so ganz verkehrt war sie nicht. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass wir hier aus den letzten beiden Truhen noch ein schickes Talent bekommen. Und wieder ein Fimrennen. Ja, auch für dieses Fimrennen finden wir natürlich keinen Platz, da seine Macht pro Schäden alle schon 5er Talent haben. Deswegen kommt das jetzt hier einfach mal auf den Micha drauf. Sein Micha hat ja hier ein Quicken als Haupttalent. Und dann kommen wir jetzt auch zur letzten Truhe. Und ja, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass wir hier jetzt noch eventuell eine Flammenwache oder sogar hier noch eins von den neuen Talenten haben. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Also, 3, 2, 1 und das letzte Talent ist ein Ätzen. Das Ätzen lasse ich dir jetzt einfach mal drauf. Du kannst dann selber entscheiden, auf welchen Held du das packen wirst. Ja, du hast die Qual der Wahl, sage ich mal an dieser Stelle. Und ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video ist. Also Leute, ich möchte mich natürlich für die Leute, die sich fragen, Mensch, warum schneidet er das eigentlich so oft? Ja, ich möchte nicht, dass das Video allzu lang wird. Und ich denke mal, ihr müsst mir nicht beim Überlegen zuschauen. Ja, wichtig ist ja, dass ihr am Ende seht, wo ich die Talente drauf packe und wieso ich diese Talente da drauf gepackt habe. Deswegen erkläre ich das auch immer an diesen Stellen. Und ja, damit das Video halt nicht zu lang geht, schneide ich die Videos dann immer an diesen Stellen. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir eben noch kurz seinen Lavanica verstärken. Sein Skele werde ich wahrscheinlich nicht mehr verstärken, sonst wird das Ganze hier zu lange dauern. Sein Lavanica werden wir mit Ausweichen und Genauigkeit verstärken. Da werde ich auch direkt mal loslegen. Also, jetzt haben wir hier Angriff. Ja, 4er Ausweichen nehmen wir nicht mit. Wir wollen hier dann schon die 5er haben. Hier haben wir 3 4er, nee, beziehungsweise 2 4er Ausweichen. Genauigkeit ist auch noch nicht da. Wir machen aber mal weiter, auch wieder ein 4er Genauigkeit. Nee. So, 4er, 5er, ja, leider auch noch nicht das passende. 2er Ausweichen leben wollen wir auch nicht. So, Crit-Widerstand, 4er Genauigkeit. Nee, wir wollen, wenn schon hier die 5er haben. Genauso wollen wir es sehen. Einmal 5er Ausweichen und 5er Genauigkeit. Genau so wollen wir das sehen. Jetzt haben wir hier Angriff, 3er Genauigkeit, Leben. Nein, wir wollen nochmal schicke 5er haben. Hier haben wir noch einen 4er. So, ja, das nächste 5er Genauigkeit, perfekt. Jetzt noch einmal ausweichen und ja, ein bisschen Genauigkeit. Oder eventuell direkt hier das volle Bild, ne, mit dreimal ausweichen. Hier, genau so, ja, genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt haben wir dreimal ausweichen und ja, zweimal Genauigkeit. Und ich denke mal, dass wir das auch so stehen lassen können. Und weil das hier so schnell ging, ja, werde ich mal direkt hier zu seinem Skele übergehen. Und hier werden wir versuchen, dass wir ganz viel ausweichen bekommen. Ja, der Lavanica lief auf jeden Fall cool. So, 5er Crit wollen wir nicht, Angriff auch nicht. Genauigkeit wollen wir hier auf dem auch nicht. Also Leute, nach 17.000 Gems, das Ganze war wirklich hier eine kostspielige Sache, haben wir hier jetzt 4, 5er Ausweichen. Und ja, der Thor hat mir gesagt, dass ich eigentlich alle Gems dafür nutzen soll. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich an diesem Punkt nicht mehr weitermachen werde. Das heißt, ich werde dem Thor die 15.000 Gems übergeben. Und ja, er soll dann einfach mal selber schauen, ob er hier weitermachen möchte oder nicht. Ich werde auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt erstmal aufhören. Ja, mein lieber Thor, ich hoffe, dass du hier einigermaßen zufrieden bist. Wie gesagt, mit den Talenten hätte es am Ende ein bisschen besser laufen können und auch der Skele hätte nicht ganz so teuer sein müssen. 17.000 Gems ist natürlich nicht wenig. Und ja, da möchte ich jetzt hier auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, dass euch dieses Video wie immer gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann wie immer in dem nächsten Video. Bis dahin.